So, wir ziehen uns rein. Kein Konzept. Mont und Tanzverbot haben sich vertragen. Wenn das nicht mal Clickbait ist, dann weiß ich es auch nicht. Let's go. Das ist schon. Der Ursprung, warum Tanzverbot und Monte eigentlich Beef haben. Fleischprodukte von McDonald's supporte ich nicht mehr, Digga. Burger King besser, ich gehe gar nicht mehr zu solchen Läden, Digga. Fleisch an für sich ist lecker, keine Frage. Aber das, was bei McDonald's als Burger oder Fleisch verkauft wird, ist einfach widerlich. McDonald's Fleisch ist einfach Dreck. Tut mir leid, ich muss es so sagen. McDonald's Fleisch und Burger King Fleisch ist Dreck. Das ist einfach die Phase gewesen, wo er nochmal ganz kurz mal eine Zeit lang tatsächlich Vegetarier war. 2 Tage. Ist einfach so, Digga. Diese Aussagen machten den damals 21-jährigen Kilian wütend, somit nahm alles seinen Lauf. Das ist eine Black Card in Gold. Videos über Videos folgten, in denen die beiden sich angestichelt haben. Doch dann kam die Wendung. Ich fahre jetzt auch zu McDonald's, aber ich habe nichts zu essen zu Hause und habe Cola. Tanzverbot nahm das als Friedensangebot auf und entschloss sich, Monte entgegenzukommen. Beste. Hier ist ein japanisches Friedenssymbol zu sehen. Monte kam ihm dann auch entgegen mit einem NFT, damit ist der Beef zu Ende. Oh nein, oh nein, I don't think so. I don't know if that's the true story. Einmal Alkohol zu trinken als Hobbyathlet, ja, ist nicht schlimm, weil man da auch irgendwo die Motivation findet und du auch an dir selber merkt man dann wirklich, was für Schäden Alkohol anrichtet und auch wirklich diesen Respekt durch Erfahrung erlangt. Du hast Digga, was macht eigentlich der 12-Jährige da im Hintergrund, Junge? Ich hab scheiße gefühlt. Es war kurz geil am Anfang, aber am Ende, ich habe einfach nichts mehr gecheckt, ich war besoffen und dann bin ich auch noch ausgenüchtert, ohne zu schlafen und dann habe ich mich wieder richtig scheiße gefühlt. Prime-Phase. Aber die Jungs sind jetzt glücklich. Lustigerweise kenne ich einige, die in der Corona-Zeit jeden Tag angefangen haben zu kiffen, zu saufen oder andere Sachen zu machen. Das ist bei einigen wirklich so durch diese Corona-Zeit so geworden. Ja, ich kann euch da einfach nur sagen, am besten ist Weed. Digga, ich habe Sascha heute auf den Clip angesprochen sogar. Junge. Also es ist mir sehr, sehr peinlich. Es ist mir sehr, sehr peinlich, dass ich Sascha so auf dieser privaten Ebene auch kenne. Kurz Luft. Even the sun sets in paradise. Also weil es war sehr, 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 sehr schlecht. Ich möchte niemanden disrespekten, der ein bisschen zu viel McDonald's-Masse hat, okay? Aber Digga, ich frag mich wirklich, ob man nicht selber realisiert, allein schon vom Kälteaspekt, dass da unten die Plauze raushängt. Wenn man privat so rumläuft, ist ja okay, aber wenn man zum Gericht geht, dann sollte man vielleicht nicht erscheinen, als wenn man auch gleichzeitig aus dem Streichelzoo hängt. Also eins sage ich euch, wenn Monte zum Gericht müsste, würde er genau in diesem Get On My Level Jogginganzug da auftauchen. Da könnt ihr aber für, Digga. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist es halt, genau. FFM Dietzenbach, meine Stadt. Hochzeit von Kollege Monte so. Oh, Anna wird abgeholt. Ja, Kaido, alles willkommen bei mir. Und dann frage ich ihn, hast du, weil ich habe kein Handtuch gefunden. Ich wollte ihn auch nicht wecken. Ich habe ein bisschen hier geguckt. Ich gucke so nirgendwo ein Handtuch. Und frage ihn, hast du ein Handtuch für mich? Er sagt, ein frisches? Ich so, ja, ein frisches. Ja, habe ich nicht. Ich so, ja, okay. Dann habe ich schon halt kurzzeitig sogar überlegt, einfach sein Benutzer zu benutzen, weil da ist ja nichts Dreckiges dran. Trocknet sich ja eigentlich damit nur ab. Nee. Nachdem man sauber ist. Ist halt Spaß dran und sowas, ne? Würde ich nicht machen, Alter. Nachdem man sauber ist. Stimmt. Deswegen. Eigentlich muss man Handtücher gar nicht waschen. Weil die waschen sich automatisch, wenn du dich abtrocknest, wenn du wieder was. Ja, Fallfetchert. Danke, Sidney, Mann. Auch Top-Qualität hier bei dem Clip, muss man ganz ehrlich sagen. Ich find's gut, dass man die zwei Wii U-Charaktere hier so gut erkennt. Das ist Fallfetch. Keine, geh mal runter. Habt ihr das Geräusch gehört, was er gemacht hat, Digga? Er hatte so keinen Bock vom Tisch runter. Das ist ganz wichtig. Wichtig und richtig. Oh, Windschatten. Ich hasse diesen Windschatten, Digga. Richtig, ja! Dem Mann geht's gar nicht gut. Warum eigentlich? Wer kann man hier? Ich bin Dritter, konzentriert euch. Wer ist der Erste? Ich bin der Einzige. Der kriegt eigentlich schon eine Rakete von dem. Digga, das ist krass. Das ist krass. Ja! Das Game ist aber der letzte Scheiß, Digga. Trinken. Guck mal, wenn ich auf diesen Link gehe, den ihr mir geschickt habt, ja, dann komme ich direkt in App Store und nicht in diese App von Dings. Digga, da musst du dir die scheiß App runterladen. Hab ich. Ich hab diese scheiß App, ich bin auch angemeldet. Nur wenn ich auf diesen Link gehe, komme ich da nicht drauf.
Kai hat es doch auch hinbekommen. Du hast du ja, die richtige. Ich weiß nicht, es geht nicht. Es geht nicht. Doch, du musst einfach diese App downloaden, okay? Bei mir gehen die Pedale nicht mehr. Kai, der erste oder der zweite Name? Ich weiß es nicht. Welche von den beiden ist dein PSN-Name? Meine Pedale gehen wieder. Ich hatte beide schon mal. Ich weiß nicht genau, welche. Ich glaube, der erste. Der hat mir zwei PSN-Namen. Ja, der erste. PSN-Namen. Ist Falafel-Döner vegetarisch oder vegetarisch? Hey Junge, wirklich einweisen den Mann. Könnte das sein, Mann, keine Frage. Wieder mal kein Konzept. Bro, legendäres Video, wo ApoRed aus Hubs entlassen wurde. Videos, die keiner checkt, check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Echt, hat man das nicht gesehen, weil der Clip von mir mal wieder gefehlt hat.